Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 169 von Aborion. Ja, was haben wir hier? Wir sind hier auf der Karte gewesen und haben da eigentlich unser Schiff weiter vorangebracht bis nach da. Aber das hat er wohl nicht mehr übernommen nach dem Speicherstand. Naja, okay, dann ist das halt so. Der Thomas Steder hat aber auf jeden Fall geschrieben und der hatte gesagt, ich soll mal bei den Forschungselektrizitätssatelliten oder was das für Dinger sind, mal die Nachricht gucken. Da steht Wichtiges drin. Okay, dann werden wir das nach dem Intro mal machen, ne? Bis gleich. Ja, er hat noch viel mehr geschrieben, aber wir gucken erstmal nach dem Satelliten, denke ich mal. Also, ja, er fragt dann, was ich machen will. Mit diesen ganzen vielen Schiffen zusammenziehen und dann gegen diesen Forschungssatelliten, das ist Masse, macht da keine Klasse. Ja, müssen wir nochmal gucken, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, wir ziehen mal los und der kann ja sowieso... Ach nee, der fliegt tatsächlich sogar noch. Er hat noch den Weg. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, der wäre schon durch. Na, dann will ich mal hoffen, dass der dann auch springt. Weil eigentlich ist er hier drin, ne? Und eigentlich könnte er dieses tun. Naja, soll uns erstmal egal sein. Ich denke mal, das wird er auch machen, sobald ich wahrscheinlich da raus bin. Und wir müssen jetzt gucken, wo waren wir denn? Ich glaube, wir waren... Nee, da waren wir auch nicht. Wo war das denn mit der Forschungsgeschichte hier vorne, ne? Nee, das ist das auch nicht. Oder habe ich das doch da angestoßen? Nein. Ja, das ist jetzt schlecht. Der Traveler war das, ne, oder? Mit dem war ich unterwegs. Aber das war hier nicht um die Ecke. Das war doch woanders, oder? Naja, aber wir gehen erstmal in den Traveler rein, würde ich sagen. Gucken wir da weiter. Schauen wir, was da gibt. So, ja, das ist schon mal richtig. Sind wir denn mit dem da weggeflogen und dann dahin geflogen? Aber ja, weiß ich auch nicht. Kann sein, ne? Muss aber nicht. Lass uns mal gerade schauen, ob wir hier der Frachter, der könnte uns vielleicht weiterhelfen. Ich weiß es nicht. Jemand hat mir von einem seltsamen Satellitensektor 157-141 berichtet. 157? Oh, das ist weit weg. Ah, das ist hier. Da ist er. Da muss ich hin. Okay, da war das. Okay, na, das ist weit, weit weg, ne? Dann müssen wir da mal hin und hoffen, dass wir die Nachricht dann damit kriegen. Wir müssen hier irgendwie rüberspringen. Das geht dann wohl nur hier lang. Ach so, wir müssen das über diesen Weg machen, ne? Ich hoffe, die Orientierung war jetzt richtig. Ja, super, da hat gut geklappt, ne? Ja, da hat es richtig gut geklappt. Ah, er fliegt auf jeden Fall bis dahin. Das ist ja schon mal was wert. Okay, dann lass ihn erstmal fliegen. Und... Der Autopilot ist an. Sprung wurde berechnet. Ich sehe aber hier gar nicht, wie er weiter soll. So, er muss darüber fliegen dann, ne? Ja, das bringt uns erstmal gerade nicht weiter hier. Ah, Reiter 1 ist das.
Lass uns da mal gerade reingehen. Den hätten wir vielleicht da dran lassen sollen oder was. Aber der kann gar nicht so weit springen. Der ist ja... Ach so, ja, das hat ja Thomas auch geschrieben, ne? Ich sollte mal gucken, dass ich mir dieses andere Sprunggerät da beim Botan noch hole, wieder mit den anderen Schiffen auch, ne? Ja, da ist so viel zu machen. Und ein C-Detektor hat er auch geschrieben, soll ich mal gucken, dass ich den kriege, ne? Dann müssen wir hier mal reingucken. Wir sind ja gerade hier bei so einer Handelsstation. Beschleunigung plus 21, geschützte verbesserte Handelssystem, Geschützkontroll, Autogeschütz, ziviles Geschützkontroll, Volt. Da ist jetzt aber nichts bei, was ich haben möchte. Abwracker, Abwracker, Plasma-Geschützturm, der wäre vielleicht noch ganz nett, aber Air-Mining-Geschützturm, sehr schön. Allerdings aus Titan, also bringt mir das jetzt gerade nichts, also das können wir hier knicken. Ja, wie wir sehen, ist die Reichweite von dem Ding nicht so groß, ne? Kann er nicht, angeblich. Aber eigentlich gibt es doch da einen Weg durch. Naja. Fliegt der denn jetzt weiter? Weil bei dem anderen fehlte mir eben auch das weitere Tor. Ah, da oben kühlt er ab und der Hyperraum ist hier berechnet. Geh weg, das ist unser Asteroid. Diese Ressource gehört uns. Okay, dann behaltet die mal. Doch mit diesem Schiff habe ich bestimmt auch keine Schnitte gegen die. Okay, er springt weiter. Die hatten auch schon zwei Marken drunter. Ich glaube, das ist dann schon Veteranen oder sowas, ne? Aber hier, er hier, der Traveler, der fliegt nicht weiter, oder? Ich wechsle meine Traveler nochmal rein und gucke mir das nochmal genau an. Weil hier passiert gerade nichts, ne? Hier sind hier keine Tore. Irgendwas ist mit der Karte dann falsch, oder? Eigentlich sollte es darüber gehen, tut's aber gar nicht, ne? Was ist denn jetzt hier schief an dem Schiff? Nochmal Rücktaste aus. Jetzt nochmal das Ganze. So, jetzt nochmal hier drauf. Dann müssen wir diesen Weg wohl nehmen, weil der geht wohl, oder? Da unten ist das Ziel, okay. Während des Sprungs geht das irgendwie nicht vernünftig dann, ne? Die Planung. Kann das sein, dass er jetzt abgebrochen hat deswegen? Weil er hat wieder kein Ziel hier, oder? Ne, doch. Ne, das ist ja das Tor da. Schrottplatz. Er kann wieder nicht darüber, oder was? Dann ist doch wieder irgendwas mit der Karte hier dann falsch. Da wird mein Schiff angegriffen. Insektorwechsel. Ein Schiff in Sektorwechsel.
wechseln. Super, Jägerakte, ruf dich. Enter. Du bist in einem Teil der Galaxie, dem du nicht gewachsen seid. So nah am Galaxiekern ohne starke Schiffe rumzufliegen ist gefährlich. Das wirst du aber noch früh genug merken. Aber es gibt schließlich eine Lösung für alles. Du kannst uns Munition sparen und gleichzeitig dein Leben retten. Ja, okay. Schauen wir mal, was geht oder nicht geht, ne? Sind die auf der harten Tour oder nicht? Ich glaube, die sind auf der harten Tour. Ich glaube, wir müssen hier mal weg. Torpedo im Anflug. Mehrere Torpedos im Anflug. Superjäger-Jagdschiff, ja. Dann lass uns mal gucken, dass wir hier hinkommen. Wenn nicht, ist das Schiff ja, das muss man ja sagen, ne? Oh, Energie niedrig, aber wir haben es doch noch geschafft. Aber die sind bestimmt hinter uns her, die haben die Daten ausgelesen, wo wir hinspringen. Karte. Ne, nicht in Schiff in Sektor wechseln, Koordinaten eingeben, das war's. Abkühlen und dann geht's dahin. Hat geklappt. So, und da muss ja unser anderes Schiff sein, ne? Aber hier gibt es keine Tore, ne? Das ist... Warum ist das dann hier eingezeichnet? Warum passt die Karte nicht? Wo ist da der Fehler? Schon krass, oder? Komme ich da dann auch nicht rüber, oder was? Das ist jetzt aber doof, ne? Ja, jetzt ist mein Schiff kaputt gegangen, aber ich kam hier auch gerade nicht irgendwie weg, ne? Das ist aber doof gelaufen jetzt, ey. Und wo ist er? Was macht er denn hier jetzt hier? Der guckt zu, was da passiert ist, oder was? Ist schon komisch, ne? Was ist mit dem Schiff? Das fliegt auch gar nicht. Ach so, kann ja auch nicht, weil ich den Rückschritt nicht gedrückt habe, ne? So, da war mein Schiff und er steht daneben und hat nichts getan. Naja, sehr komisch. Die sind aber kaputt, ne? Die Piraten, aber mein Schiff ist auch kaputt. Ach, ist das wieder ärgerlich. Wenn es hier nicht rüber geht, geht es dann darüber? Das ist die Frage, ne? Springen wir da mal hin und gucken uns das da an, oder? Er richtet sich aus. Gut, ist weg. Gucken wir mal. Die Karte sagt ja eigentlich, dass es darüber geht. Tut's aber nicht.
Traktorstrahl. So, jetzt sind wir hier. Und hier ist auch wieder, siehst du, geht nicht rüber. Das ist schon komisch. Aber hier gibt es ein Westgate. Ja, das war schon richtig. Westgate ist aber... Wo ist denn das Tor? Da oben. Fliegen wir da mal gerade hin und gucken, ob es dann geht. Kann ich durch das Tor überhaupt durchfliegen? Ah, das ist mein Problem. Deswegen geht das vielleicht nicht. Das war zu groß, oder? War mein Schiff zu groß? Ich glaube ja. Dann komme ich nicht über die Spalte nicht rüber. Probieren wir mal, oder? Dein Schiff ist zu groß. Geht nicht. Okay. Deswegen sprang der nicht durch das Tor. Aber blöde war, weil die Tore dann weg waren. Aber okay, wir kommen hier oben rum. Das ist ja nicht das Ding jetzt. Asteroiden, mehrere Sternformationen. Private Notiz, okay. Vielleicht springe ich mal da hin. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Okay, dann mal darüber. rüber. Sekunden sind noch abzukühlen, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir auch hin. Ja, aber ich sehe schon, die Folge ist auch wieder weit fortgeschritten, obwohl wir nichts geschafft haben. Wir haben jetzt gerade unseren Fehler gemerkt, dass wir nicht durch Tore können. Das heißt, wir müssen um solche Schlitze drumherum. Blöd, aber ist so. Und jetzt müssen wir gerade mal gucken, was da los ist. Ob es da neue Erkenntnisse gibt in dem Sektor. Hier ist diese Sternformation, ne? Sind ja auch ziemlich krass da dran geflogen. Und irgendwo im Zentrum muss auch noch einer fliegen, oder? Liegen, oder? Ist das der da im Zentrum? Nee. Doch, der ist das hier, der Dicke. Der ist im Zentrum, oder? Untersuchen. Okay, warte auf Position, super. Das hilft uns also auch nicht weiter gerade, oder? Gibt es hier irgendwo einen Kontrollraum? Nee, ne? Ich bin hier ganz alleine. Okay, aber ich würde sagen, wir machen erst einen Schluss, einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.